Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Spiele-News-Folge, Folge 29. Und heute geht es um Resident Evil 7. Und ja, Freunde, ich weiß, das Spiel ist ja schon längst draußen, aber es wurde eine Gold Edition angekündigt mit den beiden Story-DLCs Not a Hero und End of Zoe. Ja. Mit Resident Evil 7 gelang es Capcom, den miserablen Ruf von Resident Evil 6 wieder auszumerzen und ein ziemlich gutes Horror-Action-Spiel abzuliefern. Einen Haken gab es aber doch. Der Not a Hero DLC, der eigentlich kostenfrei kurz nach dem Launch erscheinen sollte und den Wiedergang von Chris Redfield erzählen sollte, kam nie. Stattdessen wurde es zuletzt nach den zahlreichen Verschiebungen still um den Zusatzinhalt. Das änderte Capcom nun aber und stellte offiziell die Resident Evil 7 Gold Edition vor, die am 14. Dezember erscheint. Mit an Bord wird sich neben allen bisher erschienenen DLCs auch endlich Not a Hero befinden, der am selben Tag auch an allen anderen Besitzern von Resident Evil 7 gratis digital zur Verfügung stehen wird. Ja, Freunde, wer von euch Resident Evil 7 hat, der kann sich natürlich am 14. Dezember auf die beiden Story-DLCs freuen. Ja, und wer natürlich Resident Evil 7 nicht hat, der kann sich auf die beiden Story-DLCs natürlich nicht freuen. Ja. Abgesehen davon kommt die Gold Edition noch mit einem letzten Story-DLC, der sich um Zoe, eure Komplizin aus dem Hauptspiel, dreht. Der Story-Inhalt trägt den Titel The End of Zoe und wird wohl die Frage klären, was genau mit Zoe in der Haupthandlung eigentlich geschehen ist. Ja, und die ganze Edition, die Gold Edition von Resident Evil 7, wird am 14. Dezember für PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Ja. So, Freunde, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, das könnt ihr hier machen. Und da oben, Freunde, gelangt ihr zu meinem letzten Video. Das letzte Video war meine Meinung zum Film Killer's Bodyguard, der mir eigentlich echt gut gefallen hat, mit Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson und Gary Oldman. Ja, Freunde, und hier gelangt ihr zu meinem vorletzten Video. Das war das erste Battle aus dem JBB, aus dem Julian's Block Battle. David Nine gegen Grinchill. Ja, für mich der klare Sieger des ersten Battles, Grinchill. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Das nächste Video wird dann am Sonntag kommen oder am Montag, denn am Sonntag, diese Woche Sonntag, kommt nämlich das zweite Battle, Chanakan vs. Zepter. Ja, dann wird natürlich wieder meine Meinung zum Battle kommen, genauso wie vom ersten Battle, David Nine gegen Grinchill. Ja, Freunde, da abonnieren, da oben gelangt ihr zu meiner Meinung zum Film Killer's Bodyguard. Und hier, Freunde, gelangt ihr zu meinem vorletzten Video. Meine Meinung zum ersten Battle aus dem JBB. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu der Playlist mit den ganzen Spiele-News-Folgen. Ja, also, Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Video. Zockerboy, Game Over. Ciao.